Hamburg, Deutschland. In den Deichtorhallen. Wir nehmen die Welt auf und interpretieren sie und geben sie wieder. Erwin Wurm und ich bin Bildhauer. Ich wollte an für sich Malerei studieren und habe in der Akademie die Aufnahmeprüfung gemacht und dann hat man mich nicht in die Malerei aufgenommen, sondern in die Bilderei gesteckt. Und dann habe ich beschlossen, mich quasi dem, was die Skulptur ist, anzunähern. Der Begrifflichkeit, was ist Skulptur, 2:3, Wechsel von 2:3 Dimensionalität, Haut, Hülle, Masse, Volumen, Oberfläche, all diese Sachen. Die Arbeit heißt Die Ankunft der Portugiesen in Südamerika. Da ist eben so ein kleiner Südamerikaner, der da auf einem Mixer dahin fliegt. Wichtig für mich, weil es sozusagen das Thema der Fotografie um 10 Jahre vorausgenommen hat. Die Arbeit war auch singulär in der Zeit. Aber da war schon etwas vorbereitet, was mir zwar noch nicht bewusst war, aber das hat sich erst später dann eben ausgelöst. Sie haben ein Zeitungsinserat geschaltet, dass ein Künstler in die Stadt kommt und der möchte gerne Leute aus der Bevölkerung, die da mitmachen. Und mit denen wurden dann City Lights gemacht und das wurde in der Stadt von Cahors dann aufgestellt und aufgehängt. Da hat eine Semmler eine kleine Treppe und da kann man hineingehen und kann wegfliegen. Also man kann sich sozusagen verabschieden. Ich bin aufgewachsen in Österreich in den 50er Jahren und da hat man noch geglaubt, dass Fett groß und stark und kräftig macht. Meine Eltern haben immer gesagt, iss Butterbrote, dann wirst du groß und stark und kannst später Häuser bauen. Durch die Verbindung mit dem Biologischen, dem Tektonischen und dem Biologischen, habe ich so etwas versucht zu schaffen wie eine Personifizierung des Hauses auch. Das Haus wirkt durch das Fette menschlicher, personifizierter als normal. Und das sieht man auch, wenn man hineingeht, da sieht man auch das Video von dem Haus, das spricht. Is this art? Und da hat mich eben interessiert, sozusagen das Haus auch als Lebensform darzustellen. J'avais vu cette maison en réalité à la foire de Bâle et c'est autour de ça que l'idée est venue de demander à Erwin Wurm s'il veut concevoir une exposition avec nous ici. C'est un vrai renouvellement de la sculpture. Das ist der Künstler, der die Welt verschluckt hat. Das ist der Künstler, der die Welt verschluckt hat, als er noch eine Scheibe war. Und das verweist halt so auf diesen Wissenschaftsstreit, den es mal gegeben hat vor vielen hundert Jahren. Und sozusagen diese Wissenschaftsgläubigkeit, die Kritik an der Wissenschaftsgläubigkeit, das kritische Umgehen damit, das ist etwas, was mich interessiert und was ich auch ansprechen möchte. Two ways of carrying a bomb und Inspection bezieht sich halt auf die Veränderung der Welt durch September 11, das Spiel mit der Doppelmoral, mit dem politisch Korrekten. Durch den Titel führe ich die Leute in eine ganz bestimmte Richtung und das interessiert mich. I am full, I am fat, I am ugly. Ich wollte ein Auto schaffen, das Persönlichkeit hat. Das wird noch verstärkt durch das Video, das da hinten spielt, wo das Auto spricht. I am, but I love my time. Ich weiß noch nicht ganz genau den Titel, aber so in etwa wie Herr Krause kommt nach Hause nach der großen Sause. Was beim Betrachter entsteht, wenn man hineinschaut, es entsteht ein ähnliches Gefühl der Verwirrtheit und der Desorientiertheit. Das ist ein super interessantes Phänomen. Also da geht es halt um Ängste, um zwängliche Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat.
Vernissage. Ich finde, dass man auch über ernste und über schwere Themen anders sprechen kann, sozusagen mit Hilfe des Zynismus, mit Hilfe des Humors, mit Hilfe von Leichtigkeiten.